Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German. Ich bin die Selina aus Hessen, aus der Nähe von Frankfurt und bin 28 Jahre jung. Habe jetzt die letzten 3 Jahre in Australien gelebt und davor war ich ein Jahr schon in Neuseeland. Genau, und du bist kurz vor der Corona-Pandemie nach Neuseeland gereist, hast du mir erzählt, und dann nach Australien weitergereist und bis vorgestern bist du da geblieben. Und jetzt wollte ich dich fragen, wie es sich angefühlt hat, wieder ins Flugzeug zurück nach Deutschland zu steigen vor 2 Tagen. Also ich muss sagen, ich war letztes Jahr über Weihnachten schon daheim, aber das war das erste Mal seit 3 Jahren, dass ich wirklich wieder zurückgekommen bin. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, wie ich mich gefühlt habe. Ich hatte gemischte Gefühle, natürlich habe ich mich gefreut. Aber ich hatte auch ein bisschen, ich sag mal, Respekt oder ja, irgendwie Angst, dass ich da nicht mehr reinpasse in die Gesellschaft, weil ich mich, glaube ich, ziemlich verändert hatte. Und gerade auch durch Corona war diese ganze Reise ja hatte ein bisschen eigenen Beigeschmack, weil ich teilweise gar nicht wusste, wie es weitergeht generell mit den Flügen, mit meiner Familie überhaupt, weil ich ja in einem anderen Land war und ich wusste, habe ich die Möglichkeit, direkt heimzufliegen, wenn ich müsste. Und habe natürlich auch viel an meine Eltern dabei gedacht. Und dann war das alles ein bisschen intensiver, denke ich. Wie lange hattest du denn ursprünglich geplant zu bleiben? Ursprünglich wollte ich 3-4 Monate in Neuseeland bleiben. Also ich bin Anfang Februar bin ich abgereist, 2020, und dachte, ich mache ein paar Monate Work and Travel, einfach ein bisschen Erfahrung sammeln, komme dann im Sommer wieder zurück hier in Deutschland und fange dann mit meinem Referendariat an für Lehramt. Aber dann habe ich letztendlich eigentlich nur einen Monat gehabt in Neuseeland, um ein bisschen rumzureisen, und dann fing schon der Lockdown an dort. Ja. Oh je. Und dann wieso bist du dann weiter nach Australien? Ja, die Situation war, ich hatte tatsächlich, das war eine ganz witzige Geschichte, ich habe durch Qatar Airways habe ich einen Flug geschenkt bekommen und hatte den für Weihnachten gebucht damals, dass ich von Neuseeland aus an Weihnachten zurückkomme 2020, aber da fing es gerade im Dezember an, dass Deutschland dann in Lockdown ging, komplett, und auch der ganze Dezember, glaube ich, war Lockdown, und dann habe ich meinen Flug gecancelt, bin dann bis Ende meines Visums geblieben in Neuseeland, und dann im Februar ging es halt eben darum, okay, fahre ich jetzt heim? Und dann habe ich durch einen Kumpel erfahren, dass Australien seine Grenzen öffnet für Menschen aus Neuseeland, dann habe ich gedacht, heimgehen ist irgendwie keine Option, weil ich ja jede Freiheit hatte in Neuseeland. Also wir hatten ja wirklich gar keine Beschränkung. Ja. Und ja. Ja, und dann bist du in Australien gelandet und lange geblieben und hast wahrscheinlich auch vom Arbeitskräftemangel hier profitiert, oder? Weil alle Backpacker dann natürlich nach Hause geflogen sind und überall eigentlich, vor allem in den ganzen abgelegenen Gebieten in Australien, händeringend nach Arbeitern gesucht wurden, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, da ich vorher noch nie in Australien war, wusste ich natürlich nicht, ich konnte es nicht vergleichen. Von daher ging es mir so, dass ich, am Anfang bin ich erst so ein bisschen rumgereist in Australien. In Darwin habe ich dann angefangen, zum ersten Mal richtig zu arbeiten und habe dann schon gemerkt, ach ja, ist ja eigentlich recht einfach, Jobs zu finden. Und man hat das vorher gehört, ja, viele Backpacker gehen immer nach Australien, gerade auch in Deutschland ist es ja irgendwie so der Renner, dass du dann am Abi nach Australien gehst. Und dann habe ich natürlich auch schon gehört, dass man da auch häufig Probleme hat, Jobs zu finden, weil es einfach so überlaufen ist mit Backpackern. Ja. Aber ich war dann halt in der Situation, durch Corona hatte ich wirklich mehr oder weniger die Auswahl, wo ich denn arbeiten möchte. Ja. Hatte auch teilweise 3 Jobs gleichzeitig. Ja. Wo hast du denn überall gearbeitet? Also in ganz verschiedenen Orten hast du mir erzählt. Was sind denn so deine Highlights? Also in den 3 Jahren jetzt habe ich
Ich sag mal, der Großteil war schon Hospitality, also ge generell in der Gastronomie und das wirklich auf in jedem einzelnen Staat von Australien. Also ich habe in Brisbane angefangen, habe dann oben in Darwin so eine Art Fly-in-Fly-out-Job durch meine also Hospitality-Agentur bekommen. Die haben mich nach Uluru, also zu diesem großen Stein in der Mitte, ich bin reingeflogen, dann habe ich dort in einem Resort gearbeitet und dann haben sie mich auch wieder zurückgeflogen nach Darwin. Dann bin ich von Darwin aus auf ein Perlenboot gestiegen, habe für 6 Wochen auf einem Boot gearbeitet. Das war dann letztendlich meine Farmarbeit. Also ich habe Austern gereinigt. Ja, erzähl mal, wie war das? Wie kann man sich so einen Es war typischen Tagesablauf vorstellen? ja, okay. Also das Boot musst du dir so vorstellen, es war ein 30 Meter langes Boot und wir waren um die 26, 27 Leute auf dem Boot. Ja, einige auch im gleichen Boot wie ich, also Backpacker. Und wir zwei Köche und zwei Captain und halt noch ein paar, ja, Manager. Der Tag hat begonnen um 5:30 für mich, weil um 6 ging eigentlich die Arbeit los. Viele haben vorher noch mal kurz ein Sandwich gegessen oder so, um einfach irgendwie Kraft noch mal zu tanken. Für mich eigentlich nur ein Kaffee drin. Dann um 6 ging es eben los. Am Anfang sind wir auf diesem Mutterschiff geblieben und haben quasi an einem großen Tisch, da wurden die Austern, die in einem Gitter sitzen, die wurden auf den Tisch gelegt und wir haben die wirklich mit so einer Art Spachtel gereinigt von Muscheln und von dem ganzen Seegras, das draußen drumherum war, und haben die wieder ins Wasser. Und das war unsere Arbeit. Dann um 10 gab es halt Frühstück, also richtig großes Frühstück, richtig gutes Frühstück tatsächlich. Und dann nochmal 3 Stunden knapp, also bis ich glaube 13:30 oder so, haben wir dann gearbeitet und dann gab es Lunch. Auch, also wirklich ein Riesenauswahl, ein Buffet. Dann nochmal eben zurück an die Arbeit für ein paar weitere Stunden bis 6. Und danach, also nach einem 10-Stunden-Tag, konnte ich meine Hand nicht mehr öffnen, Das glaube weil ich. du halt die ganze Wachtel in der Hand und ja, war schon anstrengend. Ja, das glaube ich. Aber auch spannend. Also solche Jobs macht man natürlich nicht überall auf der Welt, vor allem nicht in Deutschland. Und das ist natürlich einzigartig, sowas dann hier in Australien machen zu können. Jetzt haben aber auch viele Backpacker die letzten Jahre über die Ostküste bereist und vielleicht schaffen es einige nach Perth. Du bist aber, ich nenne es mal so ein bisschen alternativer unterwegs gewesen in die letzten Jahre und warst an sehr abgelegenen Orten im Northern Territory und am Uluru hast du erzählt. Aber auch im Genau. Nordwesten Australiens. Was hast du denn da gemacht? Ja, genau. Also ich war da oben in einem kleinen Ort, der heißt Broome, ist relativ bekannt auch für Perlenindustrie, also ist die Perling Capital, also die Perlenhauptstadt von Australien. Ich wollte da aber so ein bisschen meiner Berufung nachgehen und habe mich einfach gesehnt, wieder mit Menschen mehr zu arbeiten, anstatt mit Mit Austern oder in der Austern. Gastronomie. Und habe dann einen Job in der Highschool bekommen als Teacher's Assistant oder Educational Assistant for Special Needs, hieß das. Also quasi ja, in einer Art One-to-One-Support für Kinder mit Beeinträchtigung. Und ja, auch zum ersten Mal wirklich mit Indigenous Kids gearbeitet. Also und ja, es war ziemlich challenging, muss ich sagen. Allein die Sprachbarriere teilweise haben die gar nicht gesprochen, weil die noch nie in der Grundschule waren. Die wussten nicht mal, wie sie ihren Namen schreiben sollten. Und da musst du von ganz vorne anfangen und dann ich als Deutsche irgendwie versuchen, mit denen irgendwie in Kontakt zu kommen und wirklich da die Barriere aufzuheben. Das war schon hart, ja. Aber wahrscheinlich auch spannend und lehrreich, oder? Absolut, absolut, ja. Ja, vor allem, wenn du dann wirklich die Schale geknackt hast, dann war es natürlich super,
ja, belohnend irgendwie, weil du gemerkt hast, dass die sich schon öffnen und auch mit dir kommunizieren wollen und gesehen haben, dass du da bist, um zu helfen. Ja. Und da hat teilweise Sprache gar keine große Rolle gespielt, sondern das war eher das, ja, das Miteinander, Ja. wie man miteinander umgeht, ja. Wie hast du generell deine Zeit in Broome erlebt? Wie lange hast du da gearbeitet und wie lange hast du da gelebt? In Broome, also ich war zweimal da. Das erste Mal war ich, glaube ich, für 3 Monate da. Und ja, das Blöde war, dass da die Ferien noch reinkamen. Deswegen war meine Zeit in der Schule relativ knapp. Und ich erinnere mich auch noch, dass ich weg musste, weil ich meine Farmarbeit noch beenden musste im ersten Jahr, weil mir haben noch 2 Wochen gefehlt. Ja. Deswegen musste ich da, Ja. ja, bin ich dann Richtung Perth gereist. Aber gerade wenn du halt einen Job in der Schule anfängst und dann eben eine Beziehung zu den Menschen dort aufbaust, dann ist das Ja. nicht so ein klassischer Backpacker-Job, den du einfach mal direkt wieder, wo du halt, ja, direkt wieder abhaust oder so, Ja. sondern ja, es ist irgendwie ein bisschen seriöser und das war dann schon schwer, wieder Ja. zu gehen. Aber ich kam ja zurück. Aber du kamst ja zurück. War das dann in deinem zweiten Jahr? Das war tatsächlich im dritten Jahr. Ja, Und sag mal, im zweiten. im zweiten Jahr musstest du dann 6 Monate Farmarbeit machen oder hast du dann dieses Corona-Visum bekommen? Ich habe das Corona-Visum bekommen, Ja. weil ich zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich noch gar nicht so mit den Gedanken so weit, dass ich dachte, okay, ich bleibe noch ein drittes Jahr. Das war gar nicht geplant. Also es war eigentlich nie geplant, dass ich noch länger. Ja. Ja, es war einfach noch nicht die Zeit für mich zu gehen. Und dann kam eben das Corona-Visum, was im Prinzip einfach nur eine Verlängerung des Working Holiday Visums war und dadurch habe ich noch ein drittes Jahr bekommen. Wie ganz viele Backpacker übrigens, die zur gleichen Zeit gekommen sind und alle sehr, sehr lange bleiben hier, habe ich irgendwie so den Eindruck. Hattest du denn irgendwann mal den Gedanken, ich meine, wenn man echt 3, 4 Jahre weg ist aus Deutschland und ganz lange hier in Australien lebt, hattest du irgendwann mal den Gedanken, vielleicht doch langfristig hier zu bleiben und dir einen Job zu suchen, wo du gesponsert wirst? Ja, natürlich. Ich habe auch Sponsorships angeboten bekommen. Klar, also am Anfang war das natürlich nicht der Plan und es war einfach so weit weg und das Leben war so, ja, irgendwie unvorstellbar, dass ich hier bleiben hätte können. Aber je länger ich dort war, desto mehr hat sich der Gedanke in mich gepflanzt Ja. quasi und ich kam irgendwann auch gar nicht mehr wirklich von dem Gedanken weg und habe dann tatsächlich meine Eltern irgendwann mal rübergeholt und die kamen dann zum Besuch. Und Ja. dann habe ich denen versucht, das bei oder zu zeigen, wie das australische Leben ist und warum es mir so gut gefällt. Und habe es ziemlich an den Haken gekriegt. Also die waren auch ziemlich begeistert, Ja. logisch. Ja, irgendwann habe ich dann auch mal meinen Papa gefragt, ob er sich denn vorstellen könnte, dort quasi seine Rente zu verbringen oder also beide. Ja. Und natürlich, mein Papa hat tatsächlich auch gesagt, er hatte da schon mal dran gedacht. Aber Ja. hängt alles schon mit sehr viel, ja, erstmal Arbeit zusammen für mich, die PA zu kriegen, also überhaupt erstmal Permanent Resident zu werden. Und dann könnte ich, glaube ich, meine Eltern über ein Elternvisum rüberholen, aber das ist sehr, sehr teuer. Und das würde alles Ja. ziemlich lange dauern auch. Ja. Aber ich wüsste, was ich hinkriegen könnte, wenn ich wollte. Ja. Und Ja, vielleicht kommst du ja genau. mal wieder zurück. Wer weiß? Ich habe das Kapitel auch noch nicht ganz abgeschlossen, um ganz Okay. ehrlich zu sein. Ja, bist jetzt auch erst seit 2 Tagen zu Hause. Du musst es erstmal verarbeiten, Ja. wahrscheinlich, was passiert ist die letzten Jahre. Was kannst du denn Reiselustigen auf den Weg geben, die jetzt vielleicht nach Australien reisen, gerade angekommen sind und unser Gespräch hier hören? Sollen sie sich einfach ins kalte Wasser, so wie du, stürzen und einfach mal drauf los? Oder vielleicht hast du ein paar Tipps? Also, ich glaube, was mich so weit gebracht hat, wie ich dann letztendlich gekommen bin, war, dass ich immer offen war für Planänderungen, beziehungsweise noch nicht mal wirklich einen Plan hatte. Und das ist das, was ich jedem auf jeden Fall mit auf den Weg geben würde. So wenig wie möglich planen, weil dann kann man eben nicht enttäuscht sein. Und wenn man sich eben offen neuen Abenteuern widmet, daran wächst man. Und ich glaube, ja, das hat mich einfach zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin Ja. und mich
persönlich in meiner eigenen Entwicklung so viel weitergebracht. Auch offen auf Menschen zugehen oder mit Menschen reden. Du kriegst so viele Tipps, so viele Erfahrungen durch den Kontakt mit anderen Menschen. Und ich habe viele Backpacker jetzt zuletzt war ich in Hobart, in dem Hostel gesehen, in Hobart, und habe tatsächlich den Unterschied extrem gemerkt, wenn ich einzelne Solo-Backpacker gesehen habe. Die haben direkt angefangen, mit mir zu quatschen oder sich irgendwie zu integrieren und mit zu anderen zu setzen und waren halt super interessiert. Und dann eben die zusammenreisen, Ja, gibt's waren auch. eher in ihrer Bubble, was ja absolut verständlich ist. Also es ist halt die Komfortzone. Man ist zusammen mit jemandem unterwegs und unterhält sich mit dem und schaltet so ein bisschen alle anderen aus oder blendet die aus. Und das ist das, was ich, glaube ich, jedem an die Hand geben würde. Einfach versucht einfach euch so offen wie möglich zu, ja, mit anderen in Kontakt zu treten und zu connecten. Ja. Das ist ein sehr guter Tipp, wie ich finde. Also ich war ja hier auch mal Backpacker vor einiger Zeit und da kann ich dir echt nur zustimmen. Also diese Offenheit und auch dieses in den Kontakt kommen mit Leuten klappt einfach, wenn man sich öffnet und wenn man auf Leute zugeht und nicht in Grüppchen abhängt, würde ich es jetzt mal nennen, und einfach Ja, offen ja. für andere Menschen ist. Ja, das stimmt. Du bist jetzt zurück in Deutschland und es schneit und es ist alles ein bisschen anders als in Australien. Ich wollte fragen, wie es bei dir jetzt weitergeht, weil du hast noch nicht die Nase voll vom Reisen, oder? Nee, also für mich geht es tatsächlich direkt nächste Woche schon weiter in die andere Richtung, nach Kanada. Unfassbar. Mir wurde da Ja. wurde häufig, ja, geschmackvoll rübergebracht, dass doch die Winter- oder die Skisaison in Kanada was Einzigartiges ist. Und da ich die Skisaison in Neuseeland gemacht hatte, also da in einem Skiresort gearbeitet hatte, ja, war da natürlich meine Reiselust wieder mal geweckt und dachte, okay, also von Australien habe ich jetzt alles gesehen, warum nicht noch mal Erfahrungen auf einem ganz anderen Kontinent Ja. machen? Und ja, habe auch durch meine viele Erfahrungen in verschiedensten Orten in Australien relativ schnell einen Job schon in Kanada bekommen. Also die haben natürlich auch auf meine, wollten meine Erfahrungen hören und meine Experience, und da Ja. konnte ich natürlich von lernen. Ja. Ja. Aber sag mal, musstest du dich da erst bewerben auf ein Visum oder wie lief das? Ja, genau. Also das Visumprozedere ist tatsächlich ein bisschen umständlicher als in Australien. Das hat insgesamt recht lange gedauert, aber auch nur, weil man viele verschiedene Dokumente brauchte. Man musste dann zu dieser Canadian Immigration irgendwas in Perth, war damals in Australien, Ah ja. und musste da meine Fingerabdrücke abgeben, und die haben dann noch ein Foto gemacht Ja. und also die Biometrics. Und dann wollten die auch noch Führungszeugnisse von den letzten 5 Jahren, wo ich gelebt habe, oder länger als 6 Monate. Und das war für mich Deutschland, Australien und Neuseeland. Deswegen hat Ja. das auch alles ein bisschen länger Okay. Ja. gedauert. Genau, also ich würde sagen insgesamt 3 Monate, bis ich dann das Visum hatte. Und wie lange hast du vor zu bleiben? Nur die Wintersaison oder werden es doch wieder 4 Jahre? Ich will da gerne auf meinen vorherigen Punkt zurückkommen, keine Ja. Pläne machen, einfach auf Ja. die zukommen. Nee, Dann. also die Skisaison ist auf jeden Fall schon mal geplant, und was danach kommt, werde ich schauen. Aber natürlich, so wie ich mich kenne, würde ich gerne das Land auch im Sommer noch mir angucken. Von daher habe ich mir jetzt kein Limit gesetzt erstmal. Das klingt nach einem sehr guten Plan. Dann wünschen wir dir ganz viel Spaß. Vielen Dank. Danke für dieses Gespräch. Gerne. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.